Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Solarausschreibung der Bundesnetzagentur vom 1. März 2023, wo es durchaus interessante Zuschläge gab und auch interessante Effekte in Preis und Menge, die wir uns mal gerne anschauen wollen. Ich habe schon ein, zwei Videos zu diesen Ausschreibungen der Bundesnetzagentur gemacht. Aber es lohnt sich hier immer mal wieder reinzuschauen und ein Gefühl dafür zu kriegen, was hier passiert. Diese Ausschreibungen sind der Weg, der vor fast schon 10 Jahren das erste Mal in Deutschland dann etabliert wurde, um bei großen Anlagen eine EEG-Förderung überhaupt das möglich zu machen für die Anlagenbetreiber. Das heißt, ab einer gewissen Anlagengröße, das steht im EEG, muss ich an so einer Ausschreibung teilnehmen, wenn ich eine EEG-Förderung bekommen möchte. Na, nur die ganz kleinen Anlagen haben ja diese klassische Netzeinspeisevergütung, ne? Das ist mehr so die Einfamilienhaus-Solaranlage, so könnte man es in etwa sagen. Und ab einer gewissen Größe geht es ja sowieso um die Direktvermarktung. Na, und dann gäbe es eben die Marktprämie, die hier eine Garantie wäre, ne? Wenn ich an der Börse selbst nichts verdiene, dann kriege ich die Marktprämie mindestens also noch. Und ab einer gewissen Größe von Anlagen habe ich überhaupt nur dann eine Möglichkeit, so eine Marktprämie zu bekommen, wenn ich über eine Ausschreibung einen Zuschlag bekommen habe. Das ist so der Hintergrund von dem Ganzen. Diese Ausschreibungen werden für verschiedene Anlagenarten gemacht. Das ist Solar, Freifläche, Solar auf Dach, Wind, Onshore, Offshore, Kraft-Wärme-Kopplungen und so weiter. Und jetzt haben wir hier am 1. März, das ist ja schon mittlerweile ein bisschen vergangen, eine Ausschreibung gehabt, die mittlerweile, ne, eine öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge auch hat. Das heißt, wir können so ein bisschen reinschauen, was hier passiert ist. Wir fangen mal an mit der Aussage hier unter dem grauen Kasten, ne? Es wurden 245 Gebote bezuschlagt mit einer Gesamtmenge von 1.951.932 Kilowatt. Also knapp 2 Gigawatt Zubau wird über diese Ausschreibung hier gefördert. Wichtig ist jetzt nochmal, wer eine Anlage hat, die ausschreibungspflichtig ist, ne? Sie ist so groß, dass sie nur hierüber einen Zuschlag bekommen könnte für das EEG. Wer ausschreibungspflichtig ist, aber nicht an so einer Ausschreibung teilnehmen will, der braucht halt einen anderen Vergütungsweg. Der braucht ein anderes wirtschaftliches Konstrukt, also einen Direktabnahmevertrag, einen PPA oder was auch immer, wo dann ein Unternehmen diesem Anlagenbetreiber die Energiemenge abnimmt mit einem Vergütungsweg, der dann vertraglich geeinigt ist. Man kann man ja in den Vertrag kann man reinschreiben, was man will. Also Deutschland, da kann man bei einem Kaufsvertrag, was es schlussendlich ist, kann man reinschreiben, wie die Vergütung aussehen soll. Das ist dann also durchaus flexibler, aber dann ist man halt davon abhängig, dass beide Vertragsseiten auch das tun, was sie vorher gesagt haben. Und so eine Ausschreibung ist ja, wie gesagt, der Weg. Da baue ich meine Anlage hin und da habe ich eine Garantie über diesen Zuschlag, dass ich so und so viel Geld auf jeden Fall pro Kilowattstunde bekomme und der Rest eben in einer Börsenvergütung möglich wäre. Jetzt ist es so, ich scroll mal kurz runter. Wir hatten vorher, ne, hier in der Kurzübersicht, hatten wir die Aussage, am 1. März gibt es also ein Ausschreibungsvolumen von 1,950 Gigawatt mit einem Höchstwert der Vergütung von 7,37. Gebotspreisverfahren Pay-as-Bid bedeutet, das, was ich in meinem Ausschreibungsangebot abgebe als Preis, das bekomme ich dann auch. Ne? Pay-as-Bid. Bezahlung wie geboten. Wenn ich also sage, ich hätte gerne die 7,37, dann wäre das der Wert, den ich dann noch kriegen würde, wenn ich den Zuschlag kriege. Wenn ich sage, ich biete 7,0 und ich kriege den Zuschlag, dann kriege ich auch nur 7,0. So. Und wenn man jetzt hier in diesen grauen Kasten reinschaut, dann sieht man hier, ich kann noch ein bisschen ranzoomen, dann sieht man hier, höchster Zuschlagswert 7,30, ne, 7,37 war das Maximum, das höchste überhaupt, bezuschlagt ist 7,30. Durchschnitt 7,03, also die meiste Menge ist so ungefähr bei 7 Cent Vergütung gelandet, während 7,37 eh das Maximum gewesen wäre. Aber jetzt kommt's. Das niedrigste Gebotswert waren 5,29. Es hat also jemand gesagt, ich kann ein wirtschaftliches Konstrukt schaffen, wo sich meine PV-Anlage lohnt, wenn ich nur 5,29 Cent pro Kilowattstunde bekomme. Das ist schon ein bisschen abenteuerlich. Na, das ist wirklich nicht viel Geld. Und dann muss man eben schauen, was da das Gesamtkonzept dahinter ist. Aber da hat sich jemand gedacht, kriegt er hin. Okay.
Hier sehen wir ja auch, ne, 1,951, also hier gab es eine ganz leichte Überschreibung, weil es noch deutlich viel mehr Angebote gab und eben nur so viele, 245 haben überhaupt einen Zuschlag bekommen. Man ist sowieso ein bisschen drüber gelandet und das ist eben hier die Vergütung dahinter. So, wie kann man jetzt weiter hier umgehen? Erstmal spezielle Regelung für Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten ist. Ist so, dass wir diese verschiedenen Segmente haben. Na, da wird erstmal unterschieden zwischen Freifläche, Dachanlage und dann natürlich auch so Agri, PV, also auf landwirtschaftlichen Flächen und natürlich auch so Floating PV, also was so dann auf Seen praktisch so Solaranlagen werden, etc. Und hier geht es eben darum, dass wir auf diesen Ackerflächen, Grünlandflächen, die Anlagen bauen wollen, wenn es der Betreiber oder wenn es der Eigentümer dieser Fläche vielleicht auch ganz gut finden würde für sein weiteres landwirtschaftliches Tun. Entweder die Fläche wird gerade nicht mehr weiter benutzt und kann deswegen eine andere Nutzung erfahren, oder man macht es auf Stelzen mit einer gewissen Verschattung für die Pflanzen, die dann angebaut werden. Ne? Also da gibt es ganz viele Konzepte, wie man das sinnvoll machen könnte. Soweit ich das gelesen hatte, wurde hier bei diesen Zuschlägen zum größten Teil auch genau diese Acker- und Grünlandflächen genommen. Und der zweitgrößte Anteil waren dann so die Anlagen an Autobahnen und an Schienen. Also wir haben nicht nur solche Angebote in Zuschlag bekommen, sondern größtenteils solche. Denn was dann das Interessante ist, wenn wir noch weiter runter scrollen, ist hier der Hinweis zu diesen Geboten. Es gibt zu diesem Gebotstermin einen folgenden Umfang, der jeweils zulässig ist in den Bundesländern. Wir sehen hier, in Baden-Württemberg dürften überhaupt nur noch 500.000 Kilowatt solche Anlagen in Zuschlag bekommen. Na, das ist das noch zu vergebende Kontingent. In Bayern sind es 200 Zuschläge pro Jahr. In Hessen 35.000, also 35 Megawatt, hier noch pro Kalenderjahr. Und wir sehen hier also verschiedene Größen. Das alles in Summe, also abgesehen von 200 Zuschläge, das ist ja keine Leistung, das alles in Summe ist sogar weniger als dieser 1,95 Gigawatt. Jetzt kann man sich aber durchaus vorstellen, naja, pro Bundesland, was ist denn, wenn in diesem Bundesland Baden-Württemberg gar nicht 500.000 zusammenkommen, sondern viel mehr Angebote in Niedersachsen sind? Ne? Dann ist das irgendwann ausgeschöpft und dann müssen halt andere Anlagen den Zuschlag bekommen, weil das halt vorbei ist. Ne? Also kann man daraus sich auch erklären, warum nicht nur diese Acker- und Grünlandflächen Zuschläge bekommen, sondern eben auch andere, weil hier ein Kontingent überhaupt nur zu vergeben ist pro Bundesland. Und man weiß ja vorher noch nicht unbedingt, wie viele Angebote pro Bundesland kommen. Vorher, und das ist vielleicht wichtig für jemanden, der in Zukunft so teilnehmen will, ne, findet man immer so Infos über Formatvorgaben und dann das Formular, da kann man dann eintragen, was man so abgeben möchte. Das haben wir auch schon mal in einem anderen Video ein bisschen weiter auseinandergenommen. Vorher wird immer gesagt, das ist die Gesamtmenge und das ist die Höchstvergütung und da kann man sich eben vorstellen, ja, will ich das so machen oder will ich das eben nicht so machen. So. Wir gehen jetzt mal in diese Liste der Zuschläge. Das ist eine Excel, die hatte ich vorher schon runtergeladen. Da haben wir immer zwei Tabellen. Einmal Zuschläge kompakt und einmal Zuschläge detailliert. Zuschläge kompakt sagt es schon aus, was ist die Gebotsmenge pro Bieter und was ist der Standort der Anlage. Und dann kann man eben so schauen, okay, Photovoltaik GbR, Photovoltaik GmbH, Solarpark GmbH und so weiter und so fort. Da kann man so ein bisschen durchscrollen und sieht dann auch manchmal interessante Bezeichnungen. Hier zum Beispiel auch Bürgersolarpark, Bürgersonnenenergie, also auch durchaus Bürgerenergiegenossenschaften kriegen hier mal Zuschläge. Auch wenn hier eine GmbH steht, kann das zum Beispiel eine Projektierungsgesellschaft sein, die zu einer Bürgerenergiegenossenschaft gehört. Oder es nennt sich nur Bürgersolarpark, weil es natürlich auch andere Beteiligungsmöglichkeiten gibt als nur eine Genossenschaft, muss man auch sagen. Okay. Ja, da sieht man hier also viele, viele Anlagen. Da sind auch manchmal ein paar Konzerne mit dabei oder so ein paar typische Solaranlagenbauer. Oder ja, da gibt es also viele, viele verschiedene Möglichkeiten, sich das genauer mal anzuschauen. Insbesondere, wenn man hier auch mit den Gemarkungen arbeiten kann oder mit halt den Gegenden und es interessiert einen eben, na, wo werden hier jetzt Anlagen gebaut. Zuschläge detailliert ist insoweit interessant, dass das hier nochmal ein bisschen auseinandergedröselt wird und hier eben dann nochmal genauer eingegangen wird auf die tabellarische Darstellung. Es ist wichtig dabei, dass keine kleinste Information auch nur drüber steht, wie hoch der Zuschlag ist, also wie viel Cent die kriegen. Das steht hier nicht. Das geht auch niemandem was an. Aber zumindest
die Ecken, also die Gemarkungen und auch die Mengen, die kann man sich hier schön anschauen. Daraus könnte man jetzt auch ableiten, na, was hier diese Kontingente angeht, ob das ausgeschöpft ist oder eben nicht. Jetzt haben wir eben die Situation, dass in einer Ausschreibung mit vorgesehen 1,95 Gigawatt mit einem Höchstwert von 7,37 ein bisschen Überzeichnung zustande kam mit einem ja auch durchaus geringeren Gebotswert. Wenn eine Ausschreibung überzeichnet ist, dann heißt das, dass meistens zukünftige Ausschreibungen auch eine geringere Kapazität dann nur überhaupt anbieten werden, weil es ja schon mehr gebaut oder mehr bezuschlagt worden als mal ursprünglich gewollt. Und diese Preise hier sind natürlich auch ein Anzeichen dafür, naja, okay, was kann man denn in Zukunft vielleicht verlangen, wenn hier Leute bereit sind, nur 5,29 zu nehmen und damit leben können, naja, ist das vielleicht auch möglich, in Zukunft weniger als 7,37 als Höchstwert vorzuschreiben. Ne? Auch der Wert wurde nochmal vorher angepasst, wenn ich mich recht entsinne. Wer sich jetzt mal weiter damit auseinandersetzen will, wenn ihr ganz hoch scrollt, seht ihr hier diese Navigationspunkte wie Solarfreifläche und dann auch wieder Ausschreibung. Das sind Menüs, gehen wir einfach mal drauf, Solaranlagen des ersten Segments, wo wir dann hier verschiedene Infos sehen können. Wie gesagt, hier, ne, Höchstwert, hier gab es den Beschluss dafür, was sind diese Anlagen, hier gibt es nochmal Hinweise auf Bürgerenergie zum Beispiel und wie die Anlagen gemeldet werden können. Also verschiedene Möglichkeiten, sich damit nochmal weiter auseinanderzusetzen. Und nochmal ein Menüpunkt zurück, haben wir dann eben die Gesamtübersicht über diese Ausschreibung. Und hier ist dann ganz viel drüber zu sehen, was die Zukunft noch so vor sich hält. Wir hatten jetzt Solarfreifläche 1. März mit diesen 1,95. So. Wie gesagt, wir hatten hier 7,37 als Höchstwert, ne, 7,03 als Durchschnitt. Wenn wir jetzt hier mal Solaraufdach nehmen, vom 1. Februar, das war also ein Monat davor, Dachanlagen, dann sehen wir, dass hier die Gebote durchaus viel höher liegen. Auch hier ein Minimum 9, das ist also höher als beim anderen Maximalwert. Aber es waren auch nur 87 Gebote mit auch nur 194.000 Kilowatt. Das ist also viel, viel weniger Kapazität. Wenn man dann nochmal weiter schaut, zum Beispiel auf Wind, nehmen wir mal den Februar, das ist die Vergangenheit, dann sehen wir hier, dass ja, 7,34 und Minimum 7,24 hier also auch, ich sag mal, ein ähnlicher Wert wie bei PV-Freifläche erreicht werden konnte. 119 Gebote mit 1,4 Gigawatt. Das ist sogar deutlich unterzeichnet gewesen. Also beim Windausbau ist viel, viel weniger abgegeben worden, wie eigentlich mal gewünscht. Das heißt, hier wird in Zukunft noch mehr bezuschlagt werden können in zukünftigen Ausschreibungen. Es ist also aktuell so, dass Solaranlagen bei diesen Ausschreibungen sehr gut wegkommen und eher es mehr Bedarf, also was heißt sehr gut wegkommen, es deutlich mehr Bedarf an ja, Zubau und auch ich möchte daran teilnehmen gibt, als eben bei Wind. Der Windausbau ist in Deutschland immer noch ganz schön zurückgegangen und wird jetzt wahrscheinlich erst wieder langsam aber sicher loslegen. Wir sehen das dann hier beim nächsten Mal im Mai. Ihr könnt euch hier noch viele andere Varianten anschauen. Ich habe ja vorhin mal erwähnt, ne? Kraft-Wärme-Kopplung, Biomasse, Innovationsumschreibung und Wind-Offshore in zwei verschiedenen Varianten mit Voruntersuchung und danach. Das ist alles nicht uninteressant und da geht es um auch richtig große Mengen. Ne? Das sind hier jeweils ja Gigawatt, ne? 3 Gigawatt, hier haben wir 7, hier haben wir 1,8. Also da ist schon eine ganze Menge dann auch Produktionskapazität für Erneuerbare dahinter. Diese Ausschreibungen sind nun mal aber, wie wir sie hier gesehen hatten, so ein durchaus interessanter Weg, um diese Marktprämie zu bekommen, was so eine gewisse Sicherheit für die Anlagenbetreiber bietet. Aber mit 7 Cent pro Kilowattstunde oder mit 5,29 Cent pro Kilowattstunde wird man jetzt auch nicht reich. Und dass das hier kostendeckend ist, ist schon spannend. Da muss man sehr erfahren sein und praktisch das in Massenware muss man die Anlagen dann bauen können und betreiben können, um das hier hinzukriegen. Also, anders gesagt, ist das mit diesen Ausschreibungen auch nur ein Weg, den wir uns vorstellen können, um Vergütungen für diese großen Anlagen möglich zu machen. Ich prognostiziere nochmal ganz klar, in Zukunft werden wir tendenziell deutlich, deutlich stärker andere direkte marktliche Wege sehen, wie diese Anlagen aufgebaut werden. Das heißt Direktverträge,
zwischen einem Betreiber und entweder einem Händler, der die Energiemengen dann an Stadtwerke verteilt zum Beispiel, oder halt mit einem Industriekonzern, der die Anlage, der diese Produktionskapazität selbst gerne haben möchte, in seinem eigenen Portfolio, der das selbst macht. Oder halt einen Energieversorger, der sagt, ich möchte das direkt einkaufen vom Betreiber oder dessen Vermarkter. Und solche Direktverträge, solche PPAs oder was auch immer für Wege sind dann halt durchaus ein interessanter Weg, um eine faire Vergütung auf beiden Seiten und faire Möglichkeiten auf beiden Seiten eben einfach reinzuschreiben, weil, naja, da steht dann halt drin, was man in den Vertrag reinschreibt. Wenn man da reinschreibt, ich hätte gerne 10 Cent pro Kilowattstunde, dann ist das im Zweifel so. Wenn beide Seiten unterschreiben, dann wird das so gemacht. Man kann natürlich meistens da so fließende Höhen anhand von auch Börsenpreisentwicklung oder anhand von Menge an Strom im Netz gerade überhaupt nochmal ableiten. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, um das so fließend darzustellen, damit auch faire Bedingungen für beide Seiten zu machen. Naja, am Ende des Tages zeigt es aber nochmal, diese Ausschreibungen sind ein zwielichtiger Weg, um den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energienanlagen in Deutschland zu fördern. Wir haben dann zwar so eine garantierte Menge an Zuschlägen, wenn es so viele Angebote gibt, kriegen die halt ihren Zuschlag, aber die Zuschlagshöhen, die Vergütungshöhen sind so eine Sache. Mir würde es nicht gefallen, mit 5,29 Cent meine Freiflächensolaranlage zu betreiben. Da hätte ich keinen Bock drauf. Von daher, habt ihr Meinung zu sowas? Habt ihr Anmerkungen zu diesen Preisen, zu diesen Vergütungsmengen und vielleicht auch zu den Volumen, die da ausgeschrieben werden? Weil, wie gesagt, Wind war ja nicht mal annähernd erreicht worden, während Solar überzeichnet ist. Da gab es zu viele Angebote. Wie seht ihr das? Und was sind da vielleicht gute Möglichkeiten, um das in Zukunft anders zu gestalten? Gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.